Leonardo, Mozart und Darwin, Access Libro au Patrimoine Culturel. Im Oktober 2008 unterzeichnete der stellvertretende UNESCO-Direktor für Kommunikation und Information Abdul Wahid Khan und der Direktor der Library of Congress James Billington ein Abkommen, das nichts Geringeres zum Gegenstand hat als die Schaffung einer Weltbibliothek. Einer digitalen Weltbibliothek, die allen Menschen zugänglich sein soll, die World Digital Library. In den 6 offiziellen UNO-Sprachen, das sind Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch, Klammer, nicht Deutsch, sowie zusätzlich in Portugiesisch, soll diese Bibliothek Bestände aus den Bibliotheken dieser Welt und anderen kulturellen Einrichtungen einsammeln und weltweit zugänglich machen, seien es Bücher oder Handschriften, Karten, Musikpartituren, Klänge, Filme, ebenso wie Drucke, Fotografien oder auch architektonische Pläne, von denen gestern ja schon die Rede war. Aus Frankreich ist, soweit ich sehen kann, offiziell keine Bibliothek beteiligt, aus Deutschland die Bayerische Staatsbibliothek. Die Weltbibliothek setzt damit fort, was schon das UNESCO-Projekt Memory of the World begonnen hatte. Ein Gedächtnis dieser so flüchtig scheinenden modernen Welt zu erschaffen. Ihr ist es längst fremd geworden, noch zu denken, dass einmal am Ende der Zeit im Buch des Lebens alles verzeichnet sein würde, was diese unsere Welt bestimmt hat. Im Gegenteil sind Projekte wie die der UNESCO ganz Kinder der Moderne. Sie vertrauen den menschlichen Projekten wie dem der digitalen Bibliothek, Weltbibliothek an, ein modernes Buch des Lebens zu sein. Und das kulturelle Erbe aus allen Ländern, Sprachen, Kulturen und Völkern der Welt zu versammeln und der Welt wiederum zugänglich zu machen. Gerade auch das kulturelle Erbe der armen Länder. Das Ziel wird unverstellt emphatisch proklamiert. Bring together knowledge, people, languages, cultures, creativity. Bring together world. Und die einzelnen Zielsetzungen, hier tauchen sie auf, Förderung der internationalen und interkulturellen Verständigung, Erweiterung des Umfangs und der Variation des kulturellen Inhalts im Internet, Vorhaltung von Ressourcen für Lehrer, Wissenschaftler und das allgemeine Publikum, Möglichkeiten schaffen, die digitale Teilung in Gesellschaften und Ländern zu verringern. Diese Ziele sind kaum weniger hochgesteckt. Das Projekt einer Weltbibliothek steht unverkennbar in der Tradition eines universalistischen Weltverständnisses der Kultur. Und die UNESCO vertritt diese Position von der einen Kultur der Menschheit ganz offensiv. Ein Angriff auf einen Teil dieser universalen Kultur, wie hier bei den Buddhas von Bamidjan, ist ein Angriff auf die Kultur der Menschheit. So definiert es bereits die Haager Konvention von 1954, Damage to cultural property belonging to any people whatsoever means damage to the cultural heritage of all mankind, since each person makes its contribution to the culture of the world. Die Entwicklung eines Rechtsinstituts des Weltkulturerbes ist die Konsequenz aus dieser Auffassung. 1975 hat die UNESCO ihre Auffassung von der Weltkultur als Konvention zwischen den in der UNO zusammengekommenen Staaten zum ersten Mal festgeschrieben. Historisch hat diese universalistische Auffassung der Kultur eine längere Geschichte. Sie knüpft an die antike Idee des Weltwunders an, wie sie schon der griechische Historiker Herodot beschrieben hat. Weltwunder wie der Koloss von Rhodos, die hängenden Gärten der Semiramis oder die Pyramiden von Gizeh seien Gemeingut der kultivierten Welt. Eine Auffassung, die der italienischen Renaissance und hier besonders dem Kirchenstaat Nachfolger gefunden hat. Es sei Aufgabe des Staates, so begann man in der frühen Neuzeit zu argumentieren, dass Kulturgüter von außerordentlichem Rang durch eigene Gesetze der Nachwelt erhalten werden sollten und nicht den Zufälligkeiten von Privatinteressen ausgesetzt werden dürfen. Und diese Auffassung vom universellen Rang besonderer Kulturgüter wurde verschiedentlich aufgegriffen. Das Königreich Frankreich etwa
verbot im Laufe des 17. Jahrhunderts die Ausfuhr von Gemälden Nicolas Poussins, weil diese Gemälde Eigentum des ganzen Landes seien und daher nicht dem Einzelnen gehören können. Die Französische Revolution hat die universalistische Auffassung noch verstärkt. In den Revolutionskämpfen am Ende des 18. Jahrhunderts musste entschieden werden, was mit den Hinterlassenschaften des Ancien Regime zu geschehen hatte. Wem gehörten die Kunstschätze, die Adel und Klerus aufgehäuft hatten? 1798 entschied das revolutionäre Direktorium, es gäbe ein Vorkaufsrecht der Franzosen, nicht nur für Kulturgüter des Feudalismus, sondern eines an allen Kunstwerken der Welt, die das Genie der Freiheit der Menschen ausdrücken. Kultur war damit ein universelles Erbe der Menschheit, weil der Mensch gleich und frei geboren sei. Und diese Auffassung der Kultur als universelles Erbe der Menschheit schloss immer ein, dass es auf seiner Rückseite auch den Vandalismus gäbe, den gewaltsamen Angriff auf dieses Erbe. 1794 hatte bekanntlich der Abbé Grégoire in seiner Schrift Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme nicht nur den Begriff des universellen Kulterbes geprägt, sondern zugleich auch den Begriff des Vandalismus. Kulturelles Erbe ist also schon beim Abbé Grégoire das, was Reinhard Koselleck einen Erwartungsbegriff genannt hat. Einen Begriff also, der eingeführt wird, um das zu erzeugen, was erst erwartet wird. Und die World Digital Library ist unverkennbar eben ein solcher Erwartungsbegriff, der erzeugen soll, was er erwartet. Mit der Erforderung, Erweiterung des Umfangs und der Variation des kulturellen Inhalts im Internet geht in dieses Projekt der World Digital Library aber auch ein kulturalistisches Verständnis des kulturellen Erbes ein. Ihm zufolge gibt es die vielen Kulturen, die sich so sehr unterscheiden, dass es einer Beraubung eben dieses kulturellen Erbes gleichkam, als 1970 Simon & Garfunkel das Lied El Condor Pasa zu einem Welthit gemacht haben. Was heftige Proteste nicht nur der Erben des tatsächlichen Komponisten Daniel Almoya Robles, sondern auch Intervention der damaligen Militärdiktatur, wohlgemerkt Militärdiktatur Boliviens, nach sich zog, die das Lied als genuinen Ausdruck ihres Landes Bolivien reklamierte. 2004 wurde es auch tatsächlich als sogenanntes immaterielles, nationales, kulturelles Erbe anerkannt, jetzt freilich als Patrimonium Cultural de la Nación de Peru, also als peruanisches Nationalerbe, nicht als bolivianisches, tatsächlich aber eben ein Lied aus dem Jahr 1913, aus der Unterhaltungskultur damals ist. Kulturelles Erbe ist also längst vor dem digitalen Zeitalter höchst kontrovers von Erwartungen aufgeladen, rechtlich umstellt und doch längst über die weltweiten Medien im Handel. Und drei Beispiele mögen im Folgenden verdeutlichen, wie das kulturelle Erbe auf eine intelligente Weise in diesen digitalen Tausch eingespeist werden kann. Allen Beispielen ist gemeinsam ein hochkomplexes Werk nach wissenschaftlichen Standards einem weltweiten Publikum und frei zur Verfügung zu stellen. Erstes Beispiel. Universal Leonardo ist ein Projekt des Oxforder Kunsthistorikers und Leonardo da Vinci-Experten Martin Kemp. Sein Projekt zusammen mit Marina Wallace zielt auf ein Massenpublikum, wie auf ein Expertenpublikum, das durch Ausstellungen in verschiedenen Städten von Florenz bis London, aber auch durch das Internet erreicht wird. Es betont die Einheit des wissenschaftlichen und künstlerischen Werkes Leonardos da Vincis und stellt drei Typen zur Entdeckung Leonardos zur Verfügung, die auf verschiedene Publika zielen. Das allgemeine Publikum, Bildungseinrichtungen und Universitäten. Erstens eine umfassende Erfassung und chronologische und biografische Anordnung des Gesamtwerks entlang einer Zeitleiste. Diese Linien unterteilt in Zeichnungen, Erfindungen, Manuskripte und Bilder. Zweitens eine quer dazu verlaufende systematische Anordnung. Der Körper der Erde,
der Körper des Menschen, Imagination und Erfindung, Wiederholung, der Natur, Kräfte der Natur, Licht und Vision, die Regeln der Mathematik. Und drittens bietet Universal Leonardo eine ansteigende Lernkurve ab, die vom spielenden Erstellen einer Chimäre für Kinder, die dorthin kommen, nach dem Vorbild Leonardos zu den hochauflösenden, eigens für das Projekt neu eingescannten Bildern führt. Sie sind in wissenschaftlich zugleich bibliografisch gestützten Erklärungen eingebettet und können eigenständig am Bildschirm selbst mit verschiedenen Verfahren in einer nie dagewesenen Genauigkeit und Auflösung untersucht werden. Darunter auch Ultraviolett- oder Infrarotanalysen, das ist der untere Teil des Bildes, den Sie hier sehen. Sie können das auch verschieben, Sie können bestimmte Teile infrarot oder mit verschiedenen Verfahren anvisieren, die zusammen mit dem Opificio delle Pietre Dure und dem National Institute of Applied Optics in Florenz erstellt worden sind, also eigens dafür. Leonardos Werk ist hier für die unterschiedlichen Öffentlichkeiten zugänglich gemacht. Die Tiefe und die Genauigkeit der Erschließung, die Breite der analytischen Möglichkeiten und die Skalierung vom Spiel über die ästhetische Erfahrung bis hin zum analytischen Verstehen und Erklären eines einzigartigen kulturellen Erbes ist hier mit einem enormen, auch finanziellen Aufwand ermöglicht worden. Ausdrücklich will das Projekt durch seine Orientierung am Web Content Accessibility und den Guidelines des W3-Konsortiums auf möglichst vielen Plattformen zugänglich sein, einschließlich der 508-Regelung, die auch für behinderte Menschen den Zugang einfordert. Die NAH hat Universal Leonardo also mit guten Gründen unter die besten Websites in den Humanities gezählt. Offen bleibt lediglich, nach welchen urheberrechtlichen Regeln die Manuskripte, Zeichnungen und Bilder von der Öffentlichkeit weiter benutzt werden dürfen. Darüber schweigt sich die Seite aus. Zweites Beispiel. Die digitale Mozart-Edition. Sie ist ein Nachfolgeprojekt zur neuen Mozart-Ausgabe der Akademie Union. Ein typisch deutsches Akademieprojekt. Hier steht die Digitalisierung von mehr als 130 Bänden oder mehr als 26.000 Notenseiten an, erarbeitet vom Mozarteum und dem Packard Humanities Institute. Diese digitalisierte Version richtet sich ebenfalls an private, wissenschaftliche und pädagogische Nutzer gleichermaßen. Übrigens auch stellenweise in japanischer Sprache, eine Riesennachfrage aus Japan. Zugänglich ist der kritische Notentext derzeit als PDF und verknüpft damit der historisch-kritische Kommentar, Sie mal rechts von Ihnen aus sehen, der neuen Mozart-Ausgabe. Beides kann in kritischer Synopse zusammen auf einem geteilten Bildschirm, wie Sie hier sehen, studiert werden. Dazu kommt eine Diskografie, Video-Live-Mitschnitte, außerdem Tonaufnahme, die mit dem Notentext zusammen gelesen und angehört werden können. Schritt für Schritt wird diese Edition in den nächsten 15 Jahren, auch wiederum Akademievorhaben dahinter, 15 Jahre lang weitere Dokumente aus der Werkbiografie ergänzen, vor allem die Faksimiles der Handschriften Mozarts zugänglich machen. Die digitale Mozart-Edition basiert auf einem offenen elektronischen Format, das vom Packard Humanities Institute eigens entwickelt und realisiert wird. Der maschinenlesbare Code wird aus Bildscans der neuen Mozart-Ausgabe gewonnen. In der digitalen Mozart-Edition wird der Notentext der neuen Mozart-Ausgabe sukzessive wiederum revidiert und aktualisiert. Die Webveröffentlichung der ersten Werke als interaktive Online-Edition ist für diesen Sommer 2010 angestrebt. Einen ersten Eindruck von der zukünftigen Edition gibt die Ausgabe der Fantasie und Sonate C-Moll. Hier können von der Handschrift ausgehend der Notentext, aber auch Kontextinformationen abgerufen werden. Also sehr detailliert können Sie da in die Tiefe der Handschrift gehen. Und diese Ausgabe nimmt ausdrücklich Stellung zur urheberrechtlichen Regelung. Ist doch diese Ausgabe zugleich auch eine kommerzielle Ausgabe? Das ist das Besondere. Nämlich eine kommerzielle Ausgabe des Bärenreiter Verlags.
Zitat: Ein Herunterladen oder eine Weiterverwendung des Inhalts dieser Website im großen Stil ist grundsätzlich untersagt, und zwar sowohl für kommerzielle als auch für sonstige Zwecke, heißt es auf der ersten Seite. Gleichzeitig macht der Verlag aber auch deutlich, dass die Werke Mozarts Gemeingut sind, sich das Urheberrecht also auf Edition, Layout und die Abbildung bezieht. Nicht kommerzielle Verwendung, etwa für Bildungskontexte, für alle, vor allem für Studienzwecke, sind ausdrücklich erwünscht. Drittes und letztes Beispiel. The Complete Works of Charles Darwin Online, herausgegeben von John Van Wayne. Auch hier sind unterschiedliche Öffentlichkeiten wiederum adressiert. In der Absicht, das Gesamtwerk, wirklich das Gesamtwerk Darwins, auch seiner Manuskripte und diversen Ausgaben frei zugänglich zu machen. Hier sehen Sie den ersten sogenannten Zweifel Darwins der Göttlichkeit der Schöpfung. Also, auch seiner Manuskripte und diversen Ausgaben zugänglich zu machen und das Ganze als XHTML-Files, die das Faksimile und die Double-Key-Umschrift bieten. Also Sie bekommen beides. Ebenfalls auch hier ist die Ausgabe in werkbiografische Kontexte eingebettet, die sukzessive erweitert werden. Historische Illustrationen, MP3-Hörbücher, etwa der Beagle Diary, Fachbibliografien und weiterführende aktuelle Neuerscheinungen zu Darwin und Darwinismus in mehreren Sprachen ergänzen die digitale Edition und zielen auch hier auf unterschiedliche Öffentlichkeiten. Ausdrücklich ist diese Edition wiederum für nicht kommerzielle Zwecke, Bildungs- und Studienzwecke frei, auch für Publikationen, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Nur für die Veröffentlichung von Manuskripten muss bei der Cambridge University Library eine Erlaubnis schriftlich eingeholt werden. Damit komme ich zum Schluss. Alle diese digitalen Ausgaben verstehen sich als kritische wissenschaftliche Ausgaben. Sie nehmen kanonische Werke bzw. Autoren zu ihrer Vorlage und adressieren sehr bewusst unterschiedliche Öffentlichkeiten. So zählt etwa Darwin Online seit Oktober 2006 mehr als 100 Millionen Aufrufe. Also wir sind hier grundsätzlich in dreistelligen Millionenbereichen. Die Mozart-Ausgabe war in den ersten Monaten aufgrund der 100.000-fachen Nachfrage am Tag einfach nicht zugänglich. Der Server ist abgestürzt. Auch komplexe kulturelle Werke wecken ein weltweites Interesse, das über kurzfristiges Kennenlernen weit hinausgeht. Freilich fehlt eine längerfristige Nutzerstudie zu Websites wie den hier genannten, die Wiederholung, Verweildauer und soziale Zusammensetzung der User überhaupt aufschlüsseln würde. Die Edition des kulturellen Erbes verstehen sich dezidiert als offene Projekte. Breite und einfache Zugänglichkeit ist hier Programm. Ihre Vorlagen gelten Ihnen als Gemeingut, das Sie öffentlich und für nicht kommerzielle Zwecke zugänglich machen. Dabei spielen jedoch Konzepte wie Creative Commons oder die Open Access Bewegung keine Rolle, was ich auffällig finde. Eine Verknüpfung mit den digitalen Bibliotheken wie etwa der Europeana bis hin zu Grid oder Social Tagging fehlt. Vielfach auch zu virtuellen Fachbibliotheken und es fehlt auch zu den populären Formaten wie etwa zum iPhone, wo sonst jede Universität ihre Vorlesung anbietet. Sogar wir machen das. Alle drei Beispiele aber machen deutlich, dass das kulturelle Erbe frei zugänglich sein kann, ohne Verlagsinteressen automatisch entgegenstehen zu müssen. Ja, mehr noch, dass im Zusammengehen von Wissenschaften, Verlagen und Bibliotheken die Chance besteht, sichtbar und erlebbar zu machen, was nur wenigen und bislang nur als Ausnahmefall zugänglich ist. Längst haben sich die tatsächliche Praxis der Mediennutzung und damit die Struktur der Öffentlichkeit gewandelt. Gesetze wie das Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'Internet wirken aus meiner Sicht unvermeidlich hilflos. Allein das iPad, den Steve Jobs letzte Woche eben vorgestellt hat,
wird innerhalb eines Jahres Millionen Menschen zu digitalen Lesern machen. Das ist nicht meine Erwartung, sondern etwa die in der Holzbrinck-Gruppe. Digitale Entdeckungsreisen in das ultraviolette Detail eines Madonnenbildes, in die handschriftliche Randnotiz zu einer Sonate oder in das Manuskript eines ersten Zweifels an der Dauerhaftigkeit der Arten sind dann eine Selbstverständlichkeit. Und das alles geschieht morgen, nicht übermorgen. Vielen Dank.